Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, was mit der deutschen Krankenversicherung ist, wenn man ein Work and Travel macht. Das ist auch so eine Sache, wo man recht wenig Informationen zu findet. Und auch die Organisation wissen da nicht wirklich was und können da auch nicht wirklich Rat geben. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr komisch finde, weil das ist eine der ersten Sachen, über die man sich ja informiert. Auch muss man sagen, betrifft es nicht die Leute unter 25, die sowieso noch bei ihren Eltern versichert sind. Aber sobald man selbst versichert ist, betrifft es einen schon und man muss sich ein bisschen drum kümmern. Aber das ist alles gar nicht schwer und absolut leicht. Denn was man machen muss, ist, man ruft bei der Krankenkasse an, sagt, dass man ins Ausland geht, ein Work and Travel macht, dann notieren die das schon mal, dann meldet man sich ja arbeitslos, damit dann auch diese 3 Monate Sperrfrist in der Zeit sind, in der man im Ausland ist. Und man hat ja dann auch schon sein Flugticket. Und dieses Flugticket, da schickt man dann einfach per Mail an die Krankenkasse und meldet sich dann damit ab. Nun werden einige sagen, ja, aber wenn man sich doch selbst abmeldet, dann kommt man doch gar nicht wieder rein. Das stimmt so nicht. In diesem Fall kommt ihr wieder rein, wenn ihr zurück seid, denn wenn ihr aus dem Work and Travel wiederkommt, meldet ihr euch ja wieder beim Arbeitsamt als arbeitssuchend. Da gibt dann auch eine Krankenkasse ein, vermutlich die, in der ihr vorher drin wart. Und schickt dann der Krankenkasse nochmal euer Rückflugticket mit der Information, ja, dass ihr jetzt wieder zurück seid. Den Rest bekommen sie dann auch vom Arbeitsamt. Dann, ab dann seid ihr wieder versichert, wenn dann alles läuft. Also das ist gar kein Problem, wenn man für ein Work and Travel die Krankenkasse verlässt. Und ich weiß, da wird einem gerne auch mal auch von den Organisationen was anderes erzählt. Denn hier kommen wir zu einem angesprochenen Punkt. Am Anfang, die Organisationen wissen es auch nicht so wirklich und geben da gerne mal Fehlinfos. Und er hatte ja schon 2019 diesen Work and Travel geplant. Und da hat die dann auch telefoniert und hat gefragt, ja, wie ist das so? Und da hat er eine Mitarbeiterin von der Organisation gesagt, ja, bloß nicht abmelden, das geht nicht, beziehungsweise dann kommt man da nicht wieder rein, was in diesem Fall absoluter Quatsch ist. Wie gesagt, also ich verstehe auch nicht, wie man das, weil das ist ja wirklich eine absolut falsche Info, die dort gegeben wurde. Eine andere hat dann später nochmal nachgefragt, weil ich konnte mir das auch da schon kaum vorstellen. Da wusste man es dann überhaupt nicht so wirklich, was dann ist. Und ja, also wie gesagt, solche Fragen, denke ich mal, werden doch recht häufig kommen. Auch wenn vielleicht gar nicht mal so viele da reinfallen, einfach wegen dem Alter. Wie gesagt, man kann Work and Travel nur bis 30 machen. Und die meisten, die das machen, sind halt, ja gut, Kinder kann man ja auch nicht mehr sagen, sehr, sehr, sehr junge Erwachsene, also wie gesagt, so im Alter von 18 bis 24, die halt meistens noch dann bei ihren Eltern versichert sind. Aber trotzdem gibt es ja auch Ältere, die das machen und auch da sollte man natürlich eine Auskunft dafür haben und sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das war leider nicht so der Fall. Wie gesagt, gut, dann ruft man halt bei der jeweiligen Krankenkasse an, bei der man versichert ist und gibt das dann schon mal durch. Aber da gibt es kein Problem. Einfach abmelden, Flugticket dann per Mail hinschicken und dann, wenn ihr wieder da seid, einfach wieder das Rückflugticket dann schicken und sagen, hey, ihr seid wieder da. Und da euch dann ja, wie gesagt, sowieso doch beim Arbeitsamt dann arbeitslos melden müsst, die versichern euch ja dann auch wieder und schicken dann natürlich auch da so diese Unterlagen auch an die Krankenkasse natürlich und dann mit eurem Ticket, das müsst ihr als Beweis dann natürlich vorlegen, dass ihr auch wirklich im Ausland wart. Aber wie gesagt, da reicht einfach mein Rückflugticket, das war einfach nur noch hier die eine Mail von Lufthansa, wo halt diese Boardingkarte drin war, Screenshot gemacht und dahin geschickt und dann war das auch absolut kein Problem. Paar Tage später kommt dann auch schon die Benachrichtigung, ja, sie sind wieder krankenversichert. Also das ist, muss man sich wirklich keinen Kopf drum machen, das ist wirklich super einfach und auch es ist ja nicht mehr wirklich viel Arbeit und ich verstehe nicht, warum man darüber wirklich so wenig
findet, weil es ist schon eine wirklich sehr, sehr wichtige Sache, wie das dann halt ist, weil niemand hat den Nerv oder die Lust, sich dann irgendwie noch im Ausland dann drum zu kümmern, was damit ist. Und man will ja dann auch sauber ins Work and Travel gehen. Und da verstehe ich halt auch irgendwie nicht, warum man dazu so wenig Infos bekommt. Nun, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und dann sage ich mal, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.